Ja, Ezreal. Was habe ich davon, wenn ich ihn jetzt finde? Weiß man noch nicht. Komm, wir gehen mal eben Ezreal finden. Ja, das war so gewollt. Ja, was mach ich jetzt? So. Ja, zieh dich schon da hoch, ne? Genau. So. Ich lach mich kaputt, ey. In Sektor 3 ist eine Kamera ausgefallen. Ja, shit happens, Mann. So, warte, bevor ich jetzt weitergehe, ich möchte so ein paar Mal über auch die lustigen Spielzeuge, die wir so haben, benutzen. Hier drüben, schnell! Hier ist jemand! Ja, guck mal, hier ist jemand. Batman! Hier drüben, ich hab ihn! Ja, schieß doch mal auf mich. Ach, da kommt noch einer. Oh, Junge. Genau, kritischer Schaden und so. Dann gehen wir jetzt mal den guten Ezreal besuchen. Da. Hi, Junge. Na, alles klar? Ich wusste, du würdest mich finden. War nicht schwierig. Du hast mir eine Karte dagelassen. Wer bist du? Was willst du? Wieso beobachtest du mich? Uns hat man schon viele Namen gegeben, aber für dich bin ich Ezreal, der loyale Diener des Ordens von Saint-Dumas. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein weiterer Geheimbund. Ich überbringe eine Nachricht. Finstere Tage ziehen heran, Batman. Die Prophezeiung wird wahr. Du bist der Krieger, der die Pforten der Hölle schließen wird. Du bist derjenige, der das Unheil aufhält und damit Ereignisse in Gang setzt, die du nicht ändern kannst. What? Aus der Asche von Arkham werden Flammen des Zorns schlagen, Nein. die Gotham verbrennen. Und du wirst ebenfalls brennen. Ach Quatsch. Ich glaube nicht an Märchen. Glaube, was du willst. Die Nachricht wurde überbracht. Wir sehen uns wieder. Okay. Ja. Dann war es das wohl auch. Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Ach ja, stimmt. Wir wollten ja jetzt erstmal noch ein Dingens holen, unser Gegenmittel. Damit wir nicht mehr allzu lange allzu krank sind. Wenn wir gerade dabei sind. Na komm. Na, wo bist du? Analytisch. Super analytisch. Na. So, das auch noch. Irgendwo noch eine Kamera. Da vorne. Tschüss. Verdammt, Kamera in Sektor 3 wurde zerstört. Da nirgendwo mehr eine Kamera. Nein. Luft. Der ist einfach explodiert? Ja. Nein, jemand hat mit einer Rakete draufgehalten.
Irgendeine Ahnung, wer drin saß? Ich glaube, es war Vicky Vale. Du warst schon die Reporterin. Cool. Konnte die Schlampe noch nie leiden. Warum nicht? Ja, dann hast du Glück. Wenn sie in Arkham City abgestürzt ist, ist sie entweder tot oder sie wird's bald sein. Hast du irgendwas zu essen? Tut mir leid, Mann. Alles weg. Dieser Ort wird zur reinsten Hölle. Kamera in Sektor 2 aufgefallen. Ich mach sie nämlich alle platt, die Kameras. Angeblich war diese Reporterin Vale in dem Hubschrauber, den Joker abgeschossen hat. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. So, finden wir noch irgendwas Lustiges? Da wäre noch ein Telefonat von Zaz. Melde Störung an Kamera in Sektor 2. Aber wir müssen uns erstmal das Dingens holen, das Mittelchen. Dafür müssen wir da rüberkommen. Eigentlich ist Batman auch krank, genau wie Joker. Einer von den Jungs hat ihn vorhin gesehen. Sein Gesicht sah voll scheiße aus. Toll, danke. Batman, glaub ich. Wo soll ich gegenüber? Ist es ansteckend? Werden wir das jetzt auch bekommen? Nee. Zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Bist du dir sicher? Sieht auch nicht gerade gut aus. Mir geht's bestens. Hier? Richtig? Hab schon immer so ausgesehen. Meine Mama sagt gerade... Da? Da. Gerade das würde mich einzigartig machen. Die stehen an meinem Spielzeug, die Affengesichter. Versuch nicht abzuhauen. Du kannst nicht weglaufen. Moment. Ich werde dich finden. Ich kann das leider noch nicht. Bitte. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich hab's versucht. Es gab nirgendwo Essen. Dann musst du dich wohl etwas mehr anstrengen, oder? Wie wär's, wenn ich dir ein paar Knochen breche? Nur damit du weißt, wie es sich anfühlt, wenn du versagst. Nein. Wie lange ist der jetzt da drin? Du musst mir nicht nochmal wehtun. Ich weiß, aber es gefällt mir, Leute wie dich zu schlagen. Das nehme ich dich dran. Batman! Hilfe! Halt, bitte! Zu mir! Ich hab ihn! Boah, hör doch mal auf! Komm her! So, hab ich. Boah, wenn was du eine Geburt. Anlässt, musst du auf Flüssignahrung umsteigen. Bitte, ich sag dir alles, was ich weiß. Gut. So. Ja, hör mal auf da zu schreien da unten. Ich hol mir jetzt erstmal mein neues Spielzeug. Mein Heilmittel. Ja, ich komm doch gleich. Es war gar kein Heilmittel, es war eine Droge. Noch Tee, Batman? Wo bin ich? Der Mad Hatter. Was ist hier los? Was für eine Frage. Soll ich es ihm sagen? Oh, ich glaube ja. Er sieht so verwirrt aus. Nun, es ist ganz einfach. Ich habe eine kleine fixe Idee in deinem Kopf platziert. Eine Art hypnotische Suggestion. Sehr kompliziertes Zeug. Du würdest es sicher nicht verstehen, aber wie du siehst, es hat funktioniert. Du gehörst mir und Strange kann nichts dagegen tun. Willst du deinen Tee etwa nicht trinken? Ist besonderer Tee, mein besonderer Tee, meine Spezialität. Fahr zur Hölle, Jarvis. Um es kurz zu machen, ich habe dich das sehen lassen, was du am meisten willst. Was war's? Sag's mir! Wie vorhersehbar. Genau wie Alice.
Nie tut ihr, was ich will, ohne dass ich gleich lächerlich hohe Mengen psychoaktiver Mittel einsetzen muss. Nun, wenn das unbedingt nötig ist, ist es wohl gut, dass du sie bereits genommen hast. Jetzt fehlt uns nur Alter, noch der letzte hau ab. Schiff. Ein spezieller Hut nur für dich. Du bist jetzt mein Soldat, Batman. Du wirst alles tun, was ich sage. Ich will aber nicht. Du wirst alles tun, was ich... Alter, was zur Hölle? Nein! Das ist nicht richtig! Das kannst du nicht machen! Doch, das kann ich wohl machen. Die Zeit davon. Tick-Tock. Oh, Junge. Was sind das eigentlich für Schweinehasen da? Meine Hüte sind etwas Besonderes. Sie bringen jeden dazu zu machen, dass... Du bist müde. Nein, bin ich nicht. Sehr, sehr müde. Oh, wie viele das. Da kommen immer neue. Kämpfe nicht dagegen an. Wenn du aufwachst, wirst du mir gehören. Also ich kann das irgendwie besiegen, schaffen. Okay, gut. Ich hatte gedacht, das wäre vielleicht auch wieder so eine Sequenz, wo man eigentlich gar nicht anders kann, als irgendwann drauf zu gehen. Nicht mehr. Ich kämpfe so lange, bis dass ich dir dein mieses, krankes, vorlautes Schnäuzelchen gestopft habe. Jervis Tetch, der verrückte Hutmacher. Du bist müde. Nein, ich bin nicht müde. Tetch, hau ab. Stell dir vor, du bist weit weg. Boah, wie viele das sind, einfach mal. Du bist doch wohl bekloppt, ey. Das werden nicht unbedingt weniger. Ey, das ist krass. Stell dir vor, du fällst. Boah, Junge. Meine Hüte sind etwas Besonderes. Sie bringen jeden dazu zu machen. Denk nicht mehr an deine Sorgen. Oh, Junge, jetzt aber. Was soll das für eine Scheiße sein? Es
sind die Metronome auf den Tischen. Ich habe gerade gedacht, was ist denn das jetzt? Boah, Tetch, ey, ohne Scheiß. Wo ist Hilfe, Hilfe? Schon seit Wochen keine Status-Updates gemacht. Ja, wo ist denn das? Wer sollen die Leute wissen, was ich... Ach ja, ich sitze hier an einem beschissenen Knast. Na komm. So, jetzt bin ich nämlich sauer, weil du mich nämlich hier mit in die Falle gelockt hast. Also. Was ist? Mini-Freeze-Mine mit Annäherungszünder. Ist ja auch cool. Nehmen wir. Vielen Dank, Batman. Ja, kein Ding. Was ist mit dem Wetter los? Wieso, was ist mit dem Wetter los? So, welche Aufgabe machen wir denn dann als nächstes? Wir könnten ja dann irgendwo war was grün. Grün sagt, infiltriere das Stahlwerk, aber wir sollen doch auch irgendwo hier nochmal eigentlich... Ah ne, da waren wir ja schon. Wegen dem Mittel. Was ist das? Ich habe es geschafft, Noras Spur bis in diesen Bereich zurückzuverfolgen. Bitte finde sie für mich, Batman. Könnten wir eigentlich auch machen. Wäre ziemlich nett von uns. Was haben wir hier? Hey Batman, hörst du mich? Hier spricht Officer Jones aus dem Museum. Ich hoffe, du hörst mich. Ja. Ich spreche in eins der Funkgeräte, das Pinguins Männer benutzt haben. Ja. Wir haben in Pinguins Sachen etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Wir haben uns in der Iceberg Lounge verschanzt. Komm mal vorbei, dann zeigen wir es dir. Das klingt doch eigentlich als am interessantesten, oder? Komm doch mal. Hey Batman, hörst du mich? Hier spricht Officer Jones aus dem Museum. Ja, ich hoffe, du hörst mich. Kann ich die, spreche in eins der Funkgeräte, das Pinguins Männer benutzt haben. Wir haben in Pinguins Sachen etwas gefunden, das dich interessiert. Ja, ist okay. Zu meiner Rechten auf jeden Fall. So. Angeblich wurde Bruce Wayne nach Arkham City gebracht. Oh, wäre ich nur 5 Minuten. Willst du mich verarschen? Guck mal, da vorne gibt's jetzt so richtig... Was ist das? Der Bat-Computer hat einen weiteren Schuss aus der Waffe von Deadshot geortet. Nein! Ich habe das Einschlagsgeräusch analysiert. Die Kugel schlug ungefähr an dieser Position ein. Aha. Sein nächstes Opfer wird sich hier irgendwo befinden. Ja, werden wir auf jeden Fall auch noch gucken. Ey, hier gibt's so viele Nebenmissionen, ne? Da vorne kann man zum Beispiel auch da wieder in die Kanalisation und so. Und ich würde gern alles sehen eigentlich. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Nee, das ist keine Kamera. Das ist keine Kamera. Wayne's Milliarden bringen ihn hier nicht weiter. Ja. Ah, ich weiß, was ich machen muss. Wette machen. Die Fledermaus ist hier. Pass mal auf. Weil, um das hier zu kriegen... Nicht? Kann ich nicht einfach... Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich von oben runtergleiten muss und dann... Naja. Ich habe einen neuen verpassten Anruf. Dann wollen wir mal gucken, was der Joker von mir diesmal wollte. Sie haben einen verpassten Anruf. Hey Bats, alles okay? Entschuldige, dass Harley dein Heilmittel gestohlen hat. Du warst so mit Freeze beschäftigt, dass ich nicht darum bitten konnte. Keine Sorge. Sobald das kleine Biest hier ist und ich einen Schluck genommen habe, hebe ich dir was auf. Du wirst es dir natürlich verdienen müssen.
aber ich warte hier auf dich. Du wirst mir das sicher nicht glauben, aber ich kann einfach nicht mit ansehen, wie du stirbst. Auch wenn es egoistisch klingt, wir brauchen einander. Das Leben wäre ohne dich so langweilig. Mhm. Mit wem sollte ich reden? Wer würde mich verstehen? Vielleicht mit deiner nicht halbwegs minder durchgeknallten Freundin?